Das Problem ist aber, es gab bei diesem Auto überhaupt keine Stauchung in der Längsachse, wie sie bei einem Aufprall zu erwarten gewesen wäre. Ja, wenn wir uns das Auto nochmal von vorne anschauen, dann sehen wir auch, es hat nicht mal in der Front eine Delle von einem Verkehrsschild oder vielleicht von dem berühmten Hydranten, den es überfahren haben soll. Also es gab in der Längsachse überhaupt keine Stauchung und auch keinen Aufprall. Das Fahrzeug sozusagen ist nicht mal um einen Zentimeter gegenüber dem Originalzustand kürzer geworden, sondern stattdessen sehen wir, dass die Gewalt eher von oben eingewirkt hat, sowohl natürlich auf das berühmte Dach als auch hier auf die Motorhaube. Und wenn wir uns diese Motorhaube mal anschauen, dann stellen wir fest, die sieht ja eigentlich aus wie plattgewalzt. Als wäre hier etwas drüber gewalzt über diese Haube. Um dieser Frage noch ein bisschen weiter nachzugehen, hat sich hier eher etwas auf den Wagen gewälzt, statt dass der Wagen irgendwo aufprallte oder sich überschlagen hat. Um dieser Frage nachzugehen, habe ich mir das in dem Versteck des Autos genauer angeschaut. Und da sehen Sie die Motorhaube von vorne rechts ab, hier im linken Bildbereich, die vordere rechte Kante des Autos. Da sehen Sie diese spektakulären Schleifspuren, die sich über die Motorhaube ziehen. Genau in Richtung der Beschädigung, die wir gesehen haben, genau in dieser Richtung, in der die Haube wie plattgewalzt wirkt, sehen Sie diese Schleifspuren auf der Haube. Das kann natürlich auch nicht von einem Unterfahren herkommen, sagen wir mal unter einen Lastwagen oder so, denn dann müssten die Schleifspuren ja gerade in das Fahrzeug hinein zeigen oder über die Motorhaube drüber zeigen. Und hier zeigen die Schleifspuren von vorne rechts Richtung Fahrer. Und das deutet meiner Meinung nach darauf hin, dass das Fahrzeug im Moment dieses Ereignisses überhaupt nicht gefahren ist, sondern im Grunde genommen gestanden hat. Und dass man dann auf das Fahrzeug in irgendeiner Art und Weise eingewirkt hat. Hier nochmal die Richtung dieser Schleifspuren. Und wenn man sich das Fahrzeug nun nochmal im Gesamten ansieht, unter diesen Aspekten, und das habe ich auch schon sehr, sehr früh auf dem Internet gezeigt, dann sehen Sie hier, dass sich nicht nur über die Motorhaube eine Art Schneise der Verwüstung zieht, sondern im Grunde genommen durch das gesamte Wrack. Das habe ich hier mal versucht mit diesem roten Pfeil deutlich zu machen. Diese Schneise der Verwüstung beginnt vorne rechts am vorderen Kotflügel, zieht sich in Richtung der Schleifspuren über die Motorhaube, führt dann über das niedergedrückte Dach, letztlich sogar bis zu der eingeknickten B-Säule des Autos. Das scheint mir eine wesentlich plausiblere Einwirkung zu sein, als hier von einem Aufprall zu reden auf Hydranten oder Hecken oder Böschungen oder ähnliche Sachen. Ich bin dieser Spur dann noch weiter nachgegangen, dieser Einwirkung auf die Motorhaube, dieses Zerquetschen des Autos, um eben der Frage auf die Spur zu kommen, wo kommen diese Beschädigungen wirklich her, dieses zerstörte Wrack? Und wie ich Ihnen ja gezeigt habe, durfte ich ja unter die Haube schauen, auch dieses Wracks. Und da habe ich beispielsweise Folgendes gefunden. Diesen total zerbrochenen Ansaugkrümmer des Motors. Dazu muss man vielleicht sagen, dass der also bestens geschützt ist, nicht nur durch die Motorhaube. Die Motorhaube hat auch noch eine dicke Schalldämmung darunter. Und unter dieser Motorhaube gibt es dann nochmal eine Zierabdeckung des Motors. Also hier muss schon von oben, direkte Gewalt auf das Auto ausgeübt worden sein. Ich bezweifle, dass das selbst bei einem kurzen Überschlag zu so etwas hätte führen können, der sicherlich von der Haube und der Dämmung oben drüber abgefedert worden wäre. Schauen wir mal weiter. Ich habe Ihnen hier noch ein Foto mitgebracht des Bodenschwellers direkt unter dem Fahrer. Da sehen Sie also auch massive Gewichte müssen auf das Auto eingewirkt haben, dass dieser Schweller hier eingeknickt ist, sogar an einer Stelle geradezu durchgerissen wurde. Es ist also, glaube ich, nicht zu viel behauptet, wenn wir hier sagen, es muss hier einen Faktor X gegeben haben bei diesem sogenannten Unfall. Wie ich schon sagte, das Auto passt nicht zur Unfallstelle und die Unfallstelle nicht zum Auto. Es muss hier etwas weiteres geben, einen weiteren Faktor, der auf das Auto eingewirkt hat. Und wenn wir uns das hier nochmal anschauen, unsere Unfallstelle, in diese hineinfahren, auf den Spuren des Phaeton, da hatten wir ja schon gleich zu Beginn das riesige Problem des Richtungswechsels.
Ja, also warum ist denn der Phaeton jetzt nicht geradeaus weitergefahren, 2,5 Tonnen schwer und 100 angeblich, 140 Stundenkilometer schnell? Wie landete er letztlich links auf der Straße wieder? Ein sehr seltener Vorfall, dass Autos, die sich, so schwere Autos, die sich einmal von der Straße verabschiedet haben, wieder auf derselben zum Stehen kommen. Und jetzt kommen wir natürlich in den Bereich, müssen wir zwangsläufig in den Bereich der Spekulation kommen. Irgendein Faktor muss es gegeben haben, der das Auto gestoppt hat. Vielleicht war das nicht mal nötig, aber zumindest wieder auf die Straße befördert hat. Hier noch der Hydrant, der kann dieser Faktor nicht gewesen sein. Das habe ich schon erwähnt. Der wäre von dem Auto einfach platt gefahren worden. Irgendetwas muss es hier gegeben haben, was wir heute nicht mehr sehen an der Unfallstelle, was man hinterher nicht mehr gesehen hat. Irgendeinen Faktor muss es ja gegeben haben, der erstens das Auto total zerstört hat und zweitens für den Richtungswechsel sorgte. Also im Grunde genommen haben wir zwei Anhaltspunkte oder zwei Faktoren, die ja erklärt werden müssen. Der Richtungswechsel und das total zerstörte Fahrzeug. Da sind wir natürlich, wie gesagt, im Bereich der Spekulation. Ich habe das nur mal versucht zu symbolisieren durch so ein Baufahrzeug. Über die Bauart kann man sich prima streiten. Das ist nur ein Symbol an dieser Stelle für diesen Faktor X, den es da irgendwie gegeben haben muss, mit dem das Auto demoliert wurde und mit dem es die Richtung wechselte. Dazu habe ich Ihnen ein kleines Modell mitgebracht. Ich nenne das bewusst nur ein Modell, natürlich, weil wir uns hier im Bereich der Spekulation bewegen und weil natürlich ein Journalist leider nicht dieselben Möglichkeiten hat wie ein Staatsanwalt. Die Staatsanwaltschaft hat alle diese Möglichkeiten. Aus meiner Sicht hat sie die nicht ausreichend genutzt, um hier den wirklichen Ursachen für dieses bizarre Geschehen auf die Spur zu kommen. Also ein Modell hier, wenn wir uns diesen Hydranten mal vorstellen. Ich habe den nur aus optischen Gründen etwas weiter vorgesetzt. Wie ist das Auto zerstört worden? Wie kann es zerstört worden sein? Und dazu haben wir ja an dem Auto selber einen sehr, sehr interessanten Befund, nämlich das Heck. Diese Delle des Hydranten, die wir verzweifelt an der Front gesucht haben, die ist gar nicht an der Front, sondern die befindet sich im Kofferraumdeckel. Sie sehen also wirklich eine längliche, runde Delle, wie sie nur von einem Hydranten zum Beispiel herrühren kann, der ja hier auch an der Unfallstelle gewesen sein soll. Wie kann das zustande gekommen sein? Und da habe ich mal hier weiter spekuliert. Das kann zum Beispiel so entstanden sein, dass man das Auto hier an einem Hydranten fixiert hat, um es vorne zu demolieren. Das, wie gesagt, nur ein Modell, eine Spekulation, die aber berechtigt ist angesichts dessen, dass an der offiziellen Version eigentlich gar nichts zusammenpasst. Hier nur der Versuch, eine Version zu zeigen, bei der etwas mehr zusammenpasst als an dieser offiziellen Version. Also mein Fazit, es kann sich hier um keinen Unfall gehandelt haben. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, aber ich habe ja gerade von Spekulationen gesprochen, gibt es denn wenigstens irgendeinen kleinen Beweis dafür, dass es kein Unfall gewesen sein kann? Dann kann ich Ihnen darauf antworten, ja, diesen Beweis gibt es tatsächlich. Und dieser Beweis besteht in den merkwürdigerweise fehlenden Türen des Autos, auch ein spektakulärer Befund. Es gibt gar nicht so viele Unfallfahrzeuge, die auf einer Seite sämtliche Türen verlieren. Natürlich laut der offiziellen Version durch das Unfallgeschehen. Also die Türen wurden angeblich dadurch gewaltsam herausgerissen. Und dieser Spur können wir noch einen Moment weiter nachgehen, wenn wir uns so eine Tür mal im Modell vorstellen, wie die eigentlich befestigt ist. Das habe ich mal hier versucht mit diesem Stangenscharnier zu demonstrieren. Da sehen Sie also links die Karosserie und dann sehen Sie hier rechts die Fahrertür, auch symbolisiert durch einen Teil des Scharniers. In der Mitte die Befestigung, diese Ösen, durch die ein Bolzen läuft. So ist auch eine solche Tür, eine solche Fahrzeugtür in diesem Fall befestigt gewesen. Und das können wir uns sehr, sehr leicht vorstellen, wenn man dieses Scharnier jetzt nehmen würde und auseinanderreißen würde. Wenn man also rechts diesen Scharnierteil mit Gewalt abreißen würde, dann wären sicherlich diese Ösen total verbogen, vielleicht ein Teil der Karosserie herausgebogen, herausgerissen durch diese massive Gewalteinwirkung. Wir dürften also diesen Scharnierteil in der Mitte nicht mehr unbeschädigt vorfinden.
Und deswegen habe ich mir das bei meinem Besuch bei dem Wrack auch genau angesehen. Hier sehen Sie genau diese Befestigungen der linken Fahrertür. Und das habe ich nochmal ein bisschen vergrößert. Da sehen Sie diese beiden Ösen, durch die diese Bolzen zur Türbefestigung hindurchlaufen. Wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, die Fahrertür wäre mit Gewalt bei einem Unfallgeschehen rausgerissen worden oder rausgeflogen, dann wären auch diese Befestigungen natürlich mindestens verbogen worden, wenn nicht auch herausgerissen worden. Also man müsste hier diese Gewalteinwirkung wiederfinden. Dasselbe gilt für das Schloss der Tür. Da sehen Sie hier diesen Teil, in den das Schloss einrastet. Auch wenn man das mit Gewalt rausreißen würde, hier die Tür an dieser Stelle, müsste es hier also einen Schaden geben, eine Verbiegung, ein Herausreißen. Aber nein, stattdessen ist dieses Schloss oder dieser Schlossteil, diese Befestigung an der Tür vollkommen unbeschädigt. Das heißt, diese Türen an diesem Phaeton wurden nicht durch irgendeinen Unfall herausgerissen, sondern fein säuberlich fachmännisch ausgebaut. Ich habe natürlich auch mit Experten darüber geredet, unter anderem einem hochkarätigen Antiterror-Experten aus Österreich, der teilweise für die Antiterror-Einheiten des Staates gearbeitet hat, aber später auch als Bodyguard zeitweise für Jörg Haider, was zum Zeitpunkt des Unfalls aber schon eine ganze Weile zurück lag. Und den habe ich auch gefragt, was er insgesamt von diesem Geschehen hält. Hier musste ich ihn leider unkenntlich machen. Rechts im Bild sehen Sie diesen Mann, den ich hier mit Andreas S. vorstellen darf. Das hat er mir genehmigt. Er wollte also nicht seinen vollen Namen nennen. Und die Medien haben allerdings später in Österreich dann recherchiert, seine Identität herausgefunden. Ich möchte mich an diese Abmachung halten. Trotzdem, interessant ist daran, dass diese Identität dann auch bestätigt wurde oder besser gesagt, das bestätigt wurde, was er mir erzählt hatte, seine Vergangenheit als Antiterror-Experte. Und er sagt als Fazit über diesen sogenannten Unfall: Ich denke, egal wie es gemacht wurde, es handelt sich um keinen Unfall oder Schicksalsschlag. Leider haben unsere Behörden etwas für meinen Geschmack zu rasch gehandelt und überschnell die Akte Haider geschlossen. Totgesagte leben länger. Nur wenige Tage vor seinem Unfall hat sich Jörg Haider noch über sein Wahlergebnis gefreut und herausposaunt, die rot-schwarze Koalition aus SPÖ und ÖVP ist endgültig tot. Aber später hieß es dann umgekehrt: Jörg Haider ist tot, es lebe die rot-schwarze Koalition. So kann man das zumindest zusammenfassen. Tatsächlich hat es sich so verhalten. Tatsächlich ist auch durch diesen Unfall, zumindest auch durch diesen Unfall, die große Koalition, die Herrschaft der beiden großen Regierungsparteien in Österreich, deren Erosion ich Ihnen bereits vorgeführt habe, durch diesen Unfall, mit durch diesen Unfall zumindest, wiedererstanden. Sofort nach Haiders Tod begannen die Verhandlungen über eine neue große Koalition aus SPÖ und ÖVP. Und am 23. November 2008 erklärten die Parteichefs von SPÖ und ÖVP, dass sie sich auf eine Neuauflage der großen Koalition mit Werner Faymann als Bundeskanzler geeinigt haben. Am 2. Dezember 2008 wurde Faymann als Bundeskanzler vereidigt. Das ist wohlgemerkt natürlich keine Frage nach direkt Beschuldigten oder Verantwortlichen, sondern die Frage nach dem qui bono, wem nützt es, die Frage nach den Interessen, die hinter so einem Todesfall stehen können und auch die Frage nach Interessenträgern, ohne hier natürlich irgendeine dieser Personen direkt damit in Zusammenhang bringen zu können, zumal es ja noch einen weitaus größeren Aspekt gibt als die bloß innenpolitische Situation in Österreich. Auf diesen Aspekt bin ich sehr, sehr viel ausführlicher in dem Buch zu diesem Haider-Unfall eingegangen, einfach weil ich dort viel mehr Platz und Zeit habe, um das ausführlich zu schildern. Und das ist natürlich der internationale und speziell der europäische Aspekt dieses plötzlichen Todesfalles.